Viele Gewinnspiele haben wir bei uns natürlich gehabt, bei Schuhplus zum 20. Geburtstag. Wir fangen jetzt auch mit der ersten Auslosung an. Und zwar ist das ein Gutschein über, ich glaube, Kai, 1000 Euro war das. Ja, ganz für genau. Für Fenstermarkisen oder Haustüren von Fenster 24. Und den Spot schauen wir uns dazu einmal noch mal im Kurz an. Auf geht's. 20 Jahre, 20 Preise. Gewinnen Sie mit Schuhplus einen exklusiven Gutschein über 1000 Euro für neue Fenster, Markisen, Rollläden oder Haustüren. Sie haben die freie Wahl. Präsentiert von fenster24.de. Ihr Experte für Neubau, Renovierung oder Sanierung. Maßgefertigte Bauelemente von fenster24 für Ihr Bauprojekt. Jetzt mitmachen. So, und mitgemacht haben viele Leute. Das Prinzip jetzt bei der Ziehung ist, wie wir das jetzt schon seit Jahren natürlich machen. Jeder, der sich bei uns zu einem Gewinnspiel anmeldet, landet bei uns ganz einfach gesagt in einer Excel-Tabelle. Nach Datum und Uhrzeit und Minuten und Sekunden, klack, 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 hintereinander weg. Somit hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine eindeutige Nummer, die wir zuordnen können. Und per Zufallsgenerator wird nun, das werden wir gleich auch mit der Kamera schön abfilmen, da hat der Kollege, wir haben schon mal so ein bisschen vorgetestet, wird das dort einblenden. Somit ist natürlich wichtig, dass wir da ganz transparent sind. Und dann geht es dann direkt in die Liste rein, um dann die entsprechende Gewinnerin oder den Gewinner dann zu ziehen. Guck mal, der Kollege, so sieht das aus. 580, ein Traum, oder? Kai, so sieht das aus. Bist du so nervös, wie ich es bin? Ach, aufgeregt. Ich bin schon ganz, ganz klitschnass. So, 1000 Tacken vom Fenster 24. Was, auf, was? Erstmal eine tolle Sache. Ist 1000 Euro. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Du, 1000 Euro ist viel, viel Geld. Das ist eine Menge Geld. Gerade so auch in heutigen Zeiten. Jetzt könnte man fast das Ganze auch noch ausschöpfen, ne? Wo man auch sagt, an Wertschöpfung und Energetik und Dämmung und so weiter. Da kannst du echt viel Geld sparen. Mit gedämmten Fenstern. Ne? Wenn du so diese Einfachverglasung noch irgendwie hast, ne? Unter anderem. Du hast so einen alten Plumpsklo. Ja. Da läuft also es. Also da kann man auf alle Fälle richtig tolle Sachen machen. Fenster 24 hat natürlich auch nicht nur Fenstermarkisen, also etwas, sondern auch richtig tolle Pergolas, also auch für draußen so richtig tolle Pavillons zum Hinstellen. Also ich bin mir sicher, da wird man das ein oder andere sehr, sehr schicke finden, wo man diesen Gutschein ganz toll für einsetzen Logischerweise, kann. Wer sich etwas für 1100 Euro aussucht, muss die 100 Tacken selbst bezahlen. So ist das. Wichtig ist übrigens, was generell jetzt noch gilt, bevor wir jetzt auch wirklich dann auf das Knöpfchen dann auch dann drücken. Diejenigen, die jetzt gezogen werden, die werden natürlich auf den sozialen Medien namentlich natürlich veröffentlicht und wir schreiben dann auch alle zweimal per E-Mail dann auch an. Allerdings ist es wichtig, dass sich dann auch die Gewinnerin oder der Gewinner entsprechend auch zurückmeldet, denn wer sich nicht zurückmeldet, innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen sind das, dann verfällt der Gewinn. Also ganz, ganz wichtig, klingt hart, ist aber so, aber wer mitmacht, der muss das auch mitbekommen. Von daher werden wir alle anschreiben und selbst wenn das im Spam landet und man kriegt es nicht mit, keine Chance. Dazu gibt es nun mal Teilnahmebedingungen. Von daher heißt es auch wirklich dann auch gucken, ob man gewonnen hat. So Kai, jetzt wollen wir aber mal Fenster unters Volk bringen. Genau, so, jetzt wollen wir. Ich drücke hier aufs Knöpfchen. Zack, läuft. Da siehe an die 388 und dann gehe ich jetzt bei mir prompt in die Liste rein und schaue 388 und zwar der Gewinner, die Gewinnerin ist Male, ein Mann, ist Adnan. Ich hätte eine Brille aufsetzen müssen, fällt mir gerade ein. Georg, hör auf. Also das ist im letzten Jahr auch passiert. Georg braucht also, eine Brille. Warte mal, hier sind ja jetzt halt so die Excel-Tabellen dann irgendwie. Also ich muss leider Gottes doch ein bisschen größer machen. So, Adnan Mengus, Postleitzahl 50126. Kann ich Geburtsjahr noch auch sagen? Nein. 68er Generation. Also allerherzlichsten Glückwunsch schon mal dazu. Ein absoluter Traum. So, super. Das haben wir schon mal unters Volk dann sozusagen auch gebracht. Wie gesagt, wir werden übrigens auch alle Gewinner werden wir auch im Laufe der nächsten 24 Stunden, sagen wir mal, anschreiben, damit diejenigen dann auch Bescheid wissen.